mein Name ist Max, ich komme aus Neuss. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute melde ich mich hier bei euch aus der schönen Mutterstadt Berlin, der deutschen Hauptstadt. Und ich möchte mich erstmal bei allen bedanken, die positives Feedback gegeben haben für das neue Musikvideo Wir sind keine Bots. Alle, die es verpasst haben, finden den Link nochmal in der Videobeschreibung. Heute bin ich hier allerdings auf ganz, ganz besonderer und etwas anderer Mission. Und zwar hat die Stadt Neuss als Arbeitgeber quasi ihre Azubis eingeladen, ein schönes Wochenende in Berlin zu verbringen und nebenbei noch ein bisschen was über den attraktiven Arbeitgeber Stadt Neuss zu erfahren, warum es sich lohnt, für die Stadt zu arbeiten, was der Mehrwert ist, ein bisschen auch über Nachhaltigkeit dieser Arbeit. Und da haben die mich tatsächlich auch eingeladen und gefragt, ob ich Lust habe, dabei zu sein und auch mal zu den Azubis zu sprechen. Das werde ich heute tun, auch wenn ich es noch nie gemacht habe, ganz nach dem Motto, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und es lässt sich auch prima verbinden mit einer anderen Veranstaltung, die heute hier um 14 Uhr ist. Und zwar ist das die Veranstaltung Mobbing No Like von den Arts Angels Berlin ausgerufen. Das ist quasi ein Verbund von Kreativen, von Künstlern, die einfach gesagt haben, wir möchten aufstehen gegen Mobbing. Wird auch unterstützt vom Weißen Ring. Mit dabei ist unter anderem Carsten Stahl vom Team Stahl. Und mein Musikvideo Überleben und Überleben wird dort eben nachher auf der großen Kinoleinwand zur Eröffnung gespielt. Und auch die haben mich eben eingeladen, dabei zu sein. Ich freue mich schon sehr und ich wünsche euch viel Spaß mit den Eindrücken. Für mich ist das eine ganz neue Situation, jetzt hier so eine Rede zu halten oder einen Workshop zu leiten. Ich dachte, wir halten das ein bisschen interaktiver mit euch. Ist ja noch ziemlich früh. Ich habe mich extra auch in dem Hostel eingemietet, um einfach euer Leid zu spüren. Leid schweißt auf jeden Fall zusammen und darum geht es ja auch ein bisschen bei dieser Studienfahrt. Ich bin eigentlich, manche Leute würden sagen, YouTuber. Immer wenn der Stadtkurier schreibt, steht da immer YouTube-Star, was mir immer mega peinlich ist, so, weil ich das nicht drauf ausgelegt habe. Ich mache halt Musik auf YouTube mittlerweile. Recht erfolgreich, habe da über 100.000 Abonnenten und kann eben auch davon leben und so ein paar Moves machen und trete hier und da auf. Bin dann letztes Jahr eingeladen worden von der Europäischen Union auf einmal. Dann haben die gesagt, Max, komm vorbei, wir wollen mit dir über Menschenrechte reden. Und ich dachte so, warum denn mit mir? Und dann habe ich halt festgestellt, okay, über das, was ich rede, so diese ganzen Themen gegen Rassismus und für mehr Miteinander und für Solidarität und Gemeinschaft, war ich dann auf einmal in Wien und durfte da mit Politikern und so diskutieren. Und dann Ende letzten Jahres wurde ich sogar von der UN eingeladen nach New York und durfte dann da auch ein Musikvideo zeigen, was sogar in Neuss gedreht wurde. Ich weiß gar nicht, nur so, um Eindruck zu bekommen, wer von euch hat schon mal irgendwas von mir gehört oder gesehen? Mach mal Hand hoch. Ah ja, okay. Ja, Daniela natürlich. ja, cool. Und die anderen, die nicht, ist auch nicht schlimm, es soll heute nicht um mich gehen, sondern als ich eben gehört habe, dass so quasi die Zukunft von Neuss, oder ihr verwaltet ja die Stadt, ihr seid ja die Stadtverwaltung, das heißt, ihr verwaltet die Stadt. Ich habe früher immer auch super gerne SimCity gespielt, falls es jemand von euch kennt. Und deswegen kann ich mir so ungefähr vorstellen, was ihr macht. Ich habe gehört, Witze machen sich ganz gut in so einer Situation, aber ich mache das unfreiwillig. Ich habe eben über die letzten Jahre mit krassen Leuten verkehren dürfen, so, und von denen gelernt, ja, die haben... War das Wort verkehren zu klar? Ich hab eben von krassen Leuten gelernt, eben auch bei der UN, und coole Gedankenspiele machen dürfen. Und ich würde gerne euch so ein paar von diesen Gedankenspielen mitgeben. Ich habe nämlich zwei Geschenke für euch, eins am Anfang, eins am Ende. Und zwar habe ich hier, erstmal, warte mal, ich lege mal hier ein paar auf den Tisch, ich könnte die ja mal rumgehen lassen. Glückskekse für euch. Morgen. Und jetzt kannst du noch mal. Zum Einstehen von Fehlern gehört Mut. Sehr gut, zum Einstehen von Fehlern gehört Mut. Jeder macht Fehler, absolut, wichtiger Spruch. Wer hat noch einen? Ja. Laufe nicht der Vergangenheit nach und verliere dich nicht in der Zukunft. Oh, sehr gut. So ein absolut buddhistischer Spruch. Laufe nicht der Vergangenheit nach und verliere dich nicht in der Zukunft. Stimmt ja auch. Wir können nur eigentlich im Hier und Jetzt etwas verändern. Was denn hier mit dem mittleren Tisch? Wer von euch hat... Ja? Bitte nochmal. Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Sehr schön. Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Fällt nicht immer leicht, aber wenn man weiß, dass zum Beispiel auch Missmut oder wenn jemand zu euch kommt, wenn vielleicht jemand von euch am Schalter irgendwie in der Stadtverwaltung arbeitet, gibt es da jemanden, der da arbeitet im Bürgeramt? Hier vorne zum Beispiel. Da kennst du das ja wahrscheinlich auch, ne? Manche Leute sind richtig freundlich, aber manche, die denken sich auch, bei dem lasse ich es jetzt mal raus. So, ne? Neuss ist halt eben ein ganz, ganz altes Römerlager, das, was man dann auch als Stadt eben bezeichnet. Wir haben das größte Schützenfest der Welt. Es gibt dann immer Leute, die sagen, nein, das ist noch in Hannover. Aber in Hannover, die holen sich eben viele Züge von irgendwo draußen mit rein. Und in Neuss haben wir eben einen einzigen Schützenverein, der das alles organisiert. In Neuss werden ja zum Beispiel Tempotaschentücher hergestellt, Haribo gibt es da, Tomi Senf
oder zum Beispiel nicht zuletzt auch 3M, was eins der innovativsten Unternehmen in Deutschland ist, auf der Welt sogar. Wer hat sein Handy jetzt gerade mit dabei? Sehr gut, okay. Dieses Handy braucht ihr jetzt und das ist nur für euch selber, dieser Test. Weil ich habe ja gerade gesagt, okay, eure Beziehungen zu euren Freunden und zu eurer Familie und zu Bekannten sind eben mehr wert als Geld. Und deswegen würde ich euch jetzt mal bitten, dass ihr einfach an 5 von euren Kontakten eine Nachricht schreibt und dass ihr denen einfach schreibt, dass ihr die mal fragt. Ja, ihr könnt ja die Nachricht auch einmal formulieren und dann weiterleiten. Dass ihr könnt denen ja sagen, so hey, vielleicht weißt du ja, oder wir sind gerade in Berlin mit der Stadt Neuss, wir machen gerade so eine Azubi-Fahrt und wir haben gerade die Aufgabe bekommen, dass ich dich fragen soll, was deiner Meinung nach meine Leidenschaft ist und welchen Mehrwert ich in dein Leben bringe. Ich probiere jetzt mal. Das ist eine gute Idee. Kann da jetzt mal jemand an? Ja. Stellt euch vor, da ist eine schöne, saftige, grüne Wiese und darüber hoppelt ein kleiner Hase. Und der Hase ist richtig happy, weil die Sonne scheint und er ist richtig gut drauf. Und dann isst er das Gras und denkt sich, boah, geiles Gras, richtig lecker so, schmeckt richtig gut und verdaut da so richtig gut drauf. Ja, und auf einmal hoppelt er weiter und über ihm kreist dann so ein Adler. Und der Adler denkt auch, schöne Sonne, schöner Himmel, schöne Luft, alles super. Und sieht dann diesen Hasen da unten und denkt sich, lecker essen, den snack ich mir. Fliegt runter, greift sich den Hasen, frisst ihn auf. Und denkt sich, oh, er war lecker, verdaut ihn auch und denkt sich, alles cool, fliegt weiter, schöner Tag, schöner Himmel. Aber irgendwann wird auch der Adler müde und schwach und, oh, und kann nicht mehr und wird alt und landet eben auf der Wiese, stirbt, ja, verwest und sein Körper geht in den Boden rein und aus dem Boden wächst wieder neues Gras. Und ein Hase kommt vorbei und hoppelt und denkt sich, hey, cooles Gras. Und ihr kennt ja auch König der Löwen, The Circle of Life. Ja, meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, dass es eben Dinge gibt auf dieser Welt, also irgendwelche Stoffe so, chemische Verbindungen, oh, weiß ich nicht, Metall, Eisen, Gold, unsere Haut und dies und das. Aber es gibt eben auch mehr, was uns verbindet. Wir sind eigentlich alle eins, weil wir alle aus denselben Dingen bestehen. Und deswegen ist es auch egal, ob ein Kind jetzt von jemand anderem ist oder ob ein Opa oder eine Oma von jemand anderem ist. Dein Glück ist mein Glück, mein Leid ist dein Leid. Wenn wir zum Beispiel auch in Neuss oder in Deutschland oder auch auf der Welt keinen Frieden haben, also ne, wenn irgendjemand irgendwo auf der Welt heutzutage keinen Frieden hat, merken wir eben, dass wir heutzutage auch davon betroffen sind. Und deswegen denke ich, dass ihr auf jeden Fall in eurer Stadtverwaltung so denken solltet, dass ihr auf jeden Fall eine Einheit seid, die es auch schaffen kann, die Welt zu etwas Positivem zu verändern, was in eurem ureigenen Interesse liegen sollte, weil irgendwann werdet ihr Kinder haben oder ihr habt vielleicht sogar schon Kinder, oder auch für eure Eltern und für eure Nachbarn und nicht zuletzt auch für euch selbst. Tut ihr etwas Gutes, wenn ihr für die Welt etwas Gutes tut? Jetzt beginnt in die News 89.4. Keine Story, wo der Song herkommt, nicht? Ihr macht gerade eine Kinderzeichnung. Der Münster Bürgermeister Rainer Breuer hat sogar extra in der Sommerpause gerade eine Ratssitzung eingeholt. Jetzt kommen für euch ein paar bunte Blätter. Ich mag es halt, wenn die Welt bunt ist. Ihr dürft die natürlich gerne halten. Das nächste Experiment ist auch wieder nur für euch selber. Es ist nur einfach für euch. Und zwar würde ich euch bitten, dass wir jetzt alle mal ruhig sind, ganz wichtig, und dass ihr einfach mal eure Augen schließt, tatsächlich. Das ist ganz wichtig. Genau, und dann kommt das kleine Äffchen rum und entleert eure Taschen. Nein, eben mal die Augen zu machen, eben mal ruhig sein und die Augen schließen und jetzt sich das vorstellen, was ich euch jetzt erzähle. Und da, das würde ich euch bitten, dass ihr eben die Augen öffnet und dass ihr das eben aufschreibt auf den Zettel. Und bitte, bitte leise bleiben, jeder bleibt in seinen Gedanken. Ich verschmeiß dich auf der Ärger unermesslich, tief in meinem Inneren, wie grünen Gläser unzerbrechlich, lachte weg mich. Deswegen fände ich es richtig toll, bevor wir jetzt diese Session beenden, wenn ihr kurz aufsteht und einfach euren Nebenmann oder eure Nebenfrau einmal in den Arm nehmen und euch etwas Schönes wünschen. Ja, was motiviert euch, für die Stadt Neuss zu arbeiten? Gibt es da jemanden, der dazu etwas sagen kann? Hier, zum Beispiel. Ich habe euch gerade so schön umarmt. Was hast du damit zu tun? Was würdest du sagen? Also in welchem Bereich arbeitest du in Neuss?
Ich mache das duale Studium. Duales Studium, ja. Und was, also wo siehst du so deine Perspektiven oder was ist für dich der Grund, Neues als Arbeitgeber? Ja, durch die Ortsverbundenheit, also wie bei dir. Ich finde Neues ganz schön gut und will ja eigentlich auch wegziehen. Cool. Und dass das halt ein sicherer Arbeitsplatz ist, ist ja kein Geheimnis. Genau. Das war auch als einer der Gründe und beim Vorstellungsgespräch war es ziemlich locker. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Cool. Ja. Was würdest du sagen? Also in welchem Bereich arbeitest du? Also ich mache ebenfalls das duale Studium. Okay. Ich bin nur ein Jahrgang quasi über ihm. Also ist auch witzig, weil das mein Patenkind quasi ist. Schwierig zu sagen, warum ich bei der Stadt Neuss beworben habe, aber wahrscheinlich auch quasi lokale Verbundenheit, würde ich sagen. Mhm. Also ich bin ja auch selber Schütze und sowas in Neuss, von daher. Das war so ein Hauptgrund, natürlich auch sicherer Arbeitsplatz. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass irgendwas mir gravierend aufgefallen ist, was man ändern müsste. Okay, aber dadurch, dass ich jetzt nicht für die Stadt Neuss arbeite, was sind da die schönen Dinge, so, wo du sagen würdest, boah, das hat mich aber überrascht. Also alleine, wie die Ausbildung ausgelaufen ist, dass man eigentlich immer das Gefühl hatte, dass man Unterstützung bekommen hat, ob es von Mitstudierenden war oder eben auch von der Ausbildungsleitung und dass auch jeder Praxisabgleich für sich eigentlich was Gutes hatte, dass die Kollegen einen immer gut aufgenommen haben und man nie das Gefühl hatte, so ein Fremdkörper irgendwo zu sein in der Abteilung. Dankeschön. So, ich bin jetzt fertig mit meinem kleinen Vortrag für die Azubis der Stadt Neuss. Richtig coole Leute dabei, richtig beeindruckend, dass die Menschen eben im Auftrag der Gesellschaft etwas schaffen wollen. Und ich muss sagen, ich finde es richtig spannend, dass wenn man für die Stadt Neuss arbeitet, man eben auch durch die ganzen verschiedenen Bereiche geht. Das finde ich so cool. Ich selber habe früher immer davon geträumt, so ein bisschen so ein Leben zu führen wie Homer Simpson. Der macht ja auch in fast jeder Folge irgendwas anderes. Mal verkauft er irgendwo Medizin, mal ist er ein Maskottchen und dann arbeitet er wieder im Atomkraftwerk. Und das ist eben bei der Stadt Neuss zumindest in den Grundstrukturen ähnlich, dass du vielleicht auch mal natürlich in der Verwaltung arbeitest, aber auch im Bürgeramt und eben auch vielleicht im Standesamt oder wenn du mal Lust hast auf frische Luft, gehst du eben ins Grünflächenamt oder läufst eben als Politesse oder eben im Ordnungsamt draußen rum. Sehr, sehr vielseitig, sehr vielschichtig und eben ein Kollegium, was weiß, wir alle halten die Stadt Neuss zusammen. Finde ich eine coole Sache. Jetzt geht's weiter zu dem Event Mobbing No Like. Ich bin mal gespannt, wie groß das ist, was da passiert und wie die Eindrücke sind. Ihr seid mit dabei. Kleine Füße, große Augen, aufgestanden, gegen Türrahmen gelaufen, auf den Weg gemacht zum Optiker, eine dicke Brille kaufen. Diese Welt würde mich nicht kennen, oder meine Mama nicht meine Existenz. Ich war leider das immer das beste Kind, was Herzen finde. Ich bete täglich dafür, dass sich niemals unsere Wege trennen. Beziehung ist Secondhand. Ich schulde dir mein Leben und mein letztes Cent. Als allererstes möchten wir uns ganz herzlich bei Make Some Neuss bedanken für sein Musikvideo. Es zeigt uns einerseits, wie weh Ausgrenzung und Spott tun kann. Gleichzeitig zeigt es uns aber auch, dass wir selbst die widrigsten Umstände im Leben überwinden und etwas Kreatives und Positives daraus schaffen können. Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass den Künstler, den wir gerade eben gesehen haben, hier heute anwesend ist. Max, bist du da? Hallo. Auch unser nächster Gast, Carsten Stahl, sagt selbst, wir müssen die Herzen der Täter erreichen. Wie das seiner Ansicht nach gelingen kann, erzählt er jetzt in der nächsten Stunde. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, Herr Stahl, bitte. Das Thema beschäftigt mich mittlerweile seit 5 Jahren. Und genauso wie ich es gerade in diesem Musikvideo gesehen habe, hat es auch mein Leben beeinflusst, verändert, zerstört. Und genau wie auch er, wie im Video, kam irgendwann der Punkt in meinem Leben, an dem ich mich entscheiden musste. Und meine Entscheidung sah so aus, dass ich mir entweder in der Situation, in der ich war, selber das Leben nehme und dem Ganzen ein Ende setze oder überlege, was man verändern kann. So, liebe Leute, es regnet jetzt hier gerade in Strömen, aber das war's mit dem Anti-Mobbing-Tag Mobbing No Like von den Arts Angels Berlin. Ich verlinke euch deren Seite nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich habe ein paar coole App-Entwickler kennengelernt, die haben jetzt eine App entwickelt für Schulen, wo quasi Schüler, die unter Mobbing leiden,
sich mit den entsprechenden Vertrauenslehrern anonym oder auch nicht anonym austauschen können. Finde ich eine ganz coole Sache. Wenn ich was dazu finde, verlinke ich euch das unten in der Videobeschreibung. Dann habe ich die Kumpels von Digitale Helden wieder getroffen, die ich über die Nicht-Egal-Kampagne kennengelernt habe, die sich auch immer für die gute Sache einsetzen. Schaut mal, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann war natürlich gerade der heiß ersehnte Vortrag von Carsten Stahl. Sehr polarisierend. Ein Typ, der auf jeden Fall, wo du merkst, der Typ ist besessen, ja, der meint das ernst, der hängt dahinter mit ganz, ganz viel Herzblut. Ist halt eben eine sehr laute Herangehensweise, die aber sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung hat. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr meint, was man gegen Mobbing tun kann, was eure Ideen und eure Perspektiven sind. Ich danke euch auf jeden Fall für die Inspiration und für die Daumen hoch. Das war's jetzt aus Berlin. Mein Name ist Max, ich komme aus Neuss. Bis Spider-Man. Danke, Chef. Dankeschön. Ja. Schönes Wochenende. Euch auch, danke. Ciao. Geil. Yeah.